Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu Ticket to Ride. Ich hoffe, diesmal klappt das. Ich habe dieses Video jetzt schon 3 oder 4 Mal versucht. Jedes Mal ist mir die App abgekackt. Und beim letzten Versuch ist mir sogar die PlayStation abgekackt. So, ich muss gerade mal die scheiß App suchen. Da haben wir sie. So, auf dem Hanna auch die App suchen. So, weiter. Lokal. So, ich möchte ein lokales Spiel machen. So. Ich hoffe, jetzt klappt's. Weil eben hat er auch entweder die Server nicht gefunden oder dann hat er sie gefunden und hat mich ständig rausgeschmissen. So, grün. So, ein Handy hat er schon mal gefunden. Also das. Das. So, das. Honor 8 hat es schon mal gefunden. Bei dem anderen sind es immer noch nach Serversuchen. Es ist zum Verzweifeln, es ist zum Mäusemelken. Alleine, dass man nicht dazu kommt, das Spiel irgendwann mal vernünftig zu starten, ist schon auf jeden Fall ein Minuspunkt wert. Kann ja nicht sein. Lokal. So, jetzt sucht er hier nach Servern. Also beziehungsweise, ja, steht Servern da, aber er sucht ja keine Server. Er sucht ja lokal hier die PlayStation, was der Hanna gleich gefunden hat. Vorhin hat es die ganze Zeit das Hoover gefunden und das Honor nicht und dann, also irgendwie mit... Also ich erwarte mehr davon, wenn ich ein Partyspiel hole und man möchte es zusammenspielen, dann sollte das alles schon ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller klappen. So. Das macht mich so ein bisschen angepisst. So, spielen. So, jetzt klappt's endlich mal. Fertig. So. Also, ihr seht jetzt praktisch die Bahnstrecke, die sehe ich auch. Rechts, wir sind in den USA, war? Ja, USA. Rechts habe ich Karten. Da bei euch sind da Züge. Und unten drunter... Wer ist denn jetzt eigentlich am Zug? Habe ich... auch noch Karten. Bitte wählen Sie eine... Also ein Ziel. Sein Ziel auswählen. Odin ist zuerst. Okay. Nehmen wir das. Und hier nehmen wir das. Fertig. Fertig. Ah, okay, man muss alle nehmen. Ist ein bisschen laut, finde ich, das Handy. So. Jetzt soll ich... Nehmen wir einfach mal das. Geht nicht. Ich kann nichts machen. Ich habe 0 Züge. Was ist denn das? Ach so. Ich muss die hier reinziehen. Also. Geht nicht. So, jetzt ist der andere dran. Jetzt ist irgendwie so Karten, man muss hier... Jetzt ist der andere wieder. Ich weiß nicht mal, was ich hier genau mache.
hab null Ahnung, was ich hier mache, ehrlich gesagt, Leute. Nehmen Sie zwei Karten. Ich nehme nämlich hier gerade Karten. Es ist ziemlich laut. So. So. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Leute. Das ist sehr undurchsichtig. Also, ich soll hier einfach Züge hinpacken und sowas alles. Ich habe aber null Ahnung. So. Okay. So, ich habe da was rangebaut. Passt nicht. Ah, okay, da habe ich jetzt was hinsetzen können. So. Ach so, okay. Jetzt langsam sehe ich durch. Die Farben haben was mit der Strecke zu tun. Aber hier habe ich wohl zu wenig. Ich brauche Gelb oder Orange für hier unten. Habe ich nicht. Gelb. So. Davon habe ich zu wenig, oder was? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, das hat was mit den Farben zu tun. Es hat nichts mit den Farben zu tun. Ist aber auch für euch ziemlich langweilig, wenn ihr immer nur das seht.
Es ist langweilig. Ihr seht jetzt nur, wo ich jetzt hier gerade Züge baue. Irgendwie habe ich auch mit dem anderen mehr Punkte als mit dem Ehen. Ich verstehe ja nicht. Manchmal passen die Farben, manchmal passen die Farben nicht. Also das ist sehr kurios hier. Ich finde das Spiel jetzt ehrlich gesagt nicht so. Da gibt es wesentlich bessere Plating-Spiele, muss ich mal so sagen. So, gucken wir mal. Ah. Dahin kann ich. Warum ging das? Und das war doch viel mehr. Ist ja nicht normal.
Das ist irgendwie so ein bisschen wie Tic-Tac-Toe. Eigentlich brauchst du hier nur erstmal viel Karten. Weil sonst hast du hier null Chance. Aber du darfst halt auch dem Gegner nicht alle Strecken überlassen. Du musst selber auch was machen. So, jetzt habe ich endlich genug. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier reißen können. So, ich will was Großes. Okay, so. Sie haben noch zwei Züge oder weniger. Okay. Langsam kriegen wir da raus. Sie passt denn nicht? Hat er gesagt grün, Mensch. Geht doch. Schau auf den TV. Schau auf den TV, okay? Ja, ich soll bestimmte Ziele machen, aber um da hinzukommen, das ist halt scheiße. Da fehlt auch ein bisschen was. Das hatte ich doch durchgehend. Ist ja echt nicht einfach. Da, das habe ich, genau. Ach, da ziehen sie mir Punkte ab, wenn es nicht geklappt hat. Ich habe gewonnen.
Ja. Ein bisschen undurchsichtig am Anfang des Spiels. Und ein bisschen langweilig, wenn man da die ganze Zeit nur auf sein Handy guckt und dann halt irgendwelche Bahnstrecken macht und überlegt, der andere überlegt halt auch, wie er da was machen kann. So ein bisschen wie Tic-Tac-Toe, bloß mit Bahnstrecken. Ja, ich finde es irgendwie langweilig. Da hat irgendwie, ich denke mal, wenn man mit mehreren Leuten macht und dann ein bisschen rumkniffeln kann. Aber wenn du eine Party machst und wo man Spaß haben will und lustig ist, da so eine Denkaufgabe dazwischen, ich glaube eher nicht. Also da sind die anderen Playlink-Spiele wesentlich besser für Party ausgelegt als dieses. Aber das hat auch seine Berechtigung, wenn man mit Kumpels das mal zusammen spielen will, warum nicht? Das ist ein bisschen Denkaufgabe, aber für Party oder so ist das ehrlich gesagt nichts. Gut, dann würde ich mich jetzt da auch erstmal verabschieden. Wie gesagt, ich werde hier nichts cutten, nichts schneiden, ich werde es nicht rendern, gar nichts. Dass er von der grandiosen Grafik... Das war jetzt ironisch. Ungerendertes Material habt. Und das auf euch wirken lassen könnt. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.